Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Attraktiv bleiben mit Bewegung. Schön, dass du dabei bist. Richte dich mal gleich auf, denn das macht noch attraktiver. Also Brustbein anheben, Schulter nach hinten unten ziehen. Und genau die Muskeln, die das tun, die werden wir heute auch stärken. Also den oberen Rücken, auch etwas die Schultern, denn schöne, runde Schultern sind auch immer noch schöner. Wir werden natürlich Bauch und Gesäß trainieren und Beine und unsere Balance, unser Gleichgewicht, denn das trainiert unsere Reaktionsschnelligkeit und die Muskeln auch, die uns in die Aufrichtung bringen. Viel Spaß! Natürlich so mitmachen, wie es für dich geht. Komm in eine kleine Grätsche, Knie zeigen nach außen in Richtung Fußspitzen und lass jetzt deine Schultern nach hinten kreisen. Am besten immer nach hinten, denn nach vorne, das machen wir im Alltag öfters, nach hinten eher seltener. Also hier mal ganz locker Schultergürtel, Schultergelenke, Brustwirbelsäule bewegen. Zieh den Bauchnabel sanft nach innen und atme weiter. Richtig locker zurück. Werde etwas größer, nimm deine Ellbogen nach hinten, so dass sich deine Brustwirbelsäule schon mitbewegt, denn wenn wir da oben beweglicher sind, können wir besser durchatmen und wir stehen auch aufrecht. Und jetzt nimmst du beide Hände mal und zeichnest große liegende Achter neben den Körper. Verlager ruhig auch dein Körpergewicht schon mit. Mobilisier die Hüftgelenke, Knie- und Fußgelenke. Ganz groß werden, ganz weit nach oben. Dann wirst du etwas kleiner und lässt jetzt die Arme einzeln rechts hoch, links hoch. Stell dir vor, am Ellbogen ist ein Faden und der zieht dich nach oben. Und jetzt verlagerst du dein Körpergewicht einmal nach rechts, einmal nach links, nach rechts, nach links. Nimmst deine Hüfte mit. Wenn du möchtest, ganz weiche Bewegung. Natürlich immer so, wie du dich wohlfühlst. Hoch, hoch. Ellbogen führt, Brustwirbelsäule bewegen, den ganzen Körper in die Bewegung einladen. Ganz langsam zurückkommen in die Mitte und beide Arme sinken lassen, Handflächen zeigen nach vorne. Und jetzt gehst du im Oberkörper einmal nach rechts und mal nach links. Spür deine Bauchmuskulatur. Hin und her bewegen. Kopf bleibt in Verlängerung deiner Wirbelsäule. Und spür wirklich deine Bauchmuskulatur. Die letzten 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, halte in der Mitte, tauche mit deinem Brustbein nach vorne ein und mach dich ganz rund, Fingerspitzen nach innen und roll dich auf. Nochmal, ich zeig's dir seitlich, nach vorne eintauchen und rund nach oben aufrollen. Mach deine Wirbelsäule richtig schön beweglich. Brustwirbelsäule bewegen, eintauchen, aufrichten. Noch einmal. Und wenn du jetzt noch mal tief gehst, schließ deine Füße etwas mehr, hüftbreite Position. Bleib dann hier vorne. Mit ganz geraden Rücken, Schultern zurückziehen. Tippe jetzt mit einem Bein nach hinten und mit dem gegenüberliegenden Arm nach vorne. Zieh dich richtig lang und wechseln. Und Länge und wechseln. Was du jetzt spüren solltest, ist deine Rückenstreckmuskulatur. Langziehen, lösen.
auch gleich unser Gehirn wird hier gefordert, wenn wir rechten Arm, linkes Bein bewegen. Also immer beide Körperseiten kombinieren. Halte eine Seite, stopp mal, Becken parallel zum Boden und jetzt heb dein Bein und mach mit dem Arm gleichzeitig Bewegung hoch. Bauch fest. Den Po auch spüren, den Rücken. Und löse auf, stütze dich einen Moment nach vorne. Mach deinen Rücken ganz rund, Kopf rein. Nochmal gerade, anderes Bein zurück. Lange Arm nach vorne und hoch und tief. Atmen, noch fünf. Hier, drei. 2, 1 und parallel Rücken runden und dann den Rücken ganz gerade etwas aufrichten, Schultern zurück, rechten linken Arm neben deine Ohren und jetzt zieh deine Schulterblätter hier hinten richtig schön zusammen und dann nimmst du die Arme nochmal vor, nochmal zurück und wieder vor. Und spür wirklich die Muskeln, die deine Schulterblätter an die Wirbelsäule anschmiegen lassen. Halte außen, mach ganz kleine hier hoch, hoch, hoch. Merkst du den oberen Rücken? Noch 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, aufrichten, lockern, zurück, mal strecken und lang ziehen, rechts und links, so richtig in die Länge ziehen. Und dann locker aus, schüttel dich aus, bleib hier stehen, hüftschmal, stütz rück deine Hände ein, dann hast du so ein bisschen Kontrolle, ob dein Becken ganz ruhig bleibt. Komm mit leicht gebeugtem Knie auf eine Seite, egal welche. Fußspitze zeigt nach vorne und jetzt hebst du das Bein und senkst es wieder. Entweder tippst du unten, vielleicht möchtest du auch die Balance halten. Kräftigung, mach nur weiter. Außenseite. Ganz wichtige Muskeln für die Stabilität unseres Beckens. Darf wackeln. Halte oben und löse auf. Setz den Fuß jetzt vor den anderen, als würdest du auf einer Linie gehen. Ich mache so ein bisschen seitlich mit dir mit. Versuch wirklich beide Fußspitzen nach vorne zeigen zu lassen. Richte dich auf, du darfst wackeln. Spannung im Bauch. Wenn du wackelst, dann trainierst du. Das ist genau richtig so. Das erstmal dich hier einpendeln in der Mitte. Und dann nimmst du beide Arme zur Seite. Schultern sind ganz tief und entspannt. Und versuch dich zum vorderen Bein hinzudrehen. Kannst auch die Hände an die Schultern nehmen, komm wieder zurück. Nochmal drehen und wieder zurück. Wackelt's? Wir fordern unsere Sinne. Noch zweimal. Trainieren den Bauch und Rücken. Komm dann langsam wieder zur Mitte zurück und entspanne dich. Stell den Fuß nochmal nebendran und schüttel dich so richtig aus. Lockere
den ganzen Körper und spür ruhig, wie unterschiedlich sich jetzt die Seiten so anfühlen. Bestimmt unterschiedlich, oder? Stell dich dann wieder in die Mitte, stütz dich ein, komm auf ein Bein, nimm den anderen Fuß in die Luft, Knie gebeugt und nach außen entweder tippen oder in der Luft bleiben. Hier solltest du was spüren außen. Es darf immer wackeln. Geht noch? Noch einmal und vorne absetzen, auf eine Linie dich stellen, beide Fußspitzen zeigen wirklich eine Richtung. Zuerst wieder Brustbein heben, Schultern zurücknehmen, dich hier ausbalancieren, Arme zur Seite, Handflächen zur Decke oder Hände ruhig an die Schultern. Dann drehst du dich wieder zum vorderen Bein, wenn du bereit bist. Ausatmen, wieder zur Mitte. Unsere Augen sind ein wichtiges Gleichgewichtsorgan. Wenn wir da keinen Punkt mehr haben, sondern den Kopf drehen, dann haben wir schon mal eine Irritation. Und natürlich unser Gleichgewichtsorgan im Innenohr und der schmale Stand. Noch einen. Komm wieder zur Mitte zurück. Sehr gut. Löse wieder auf. Nimm den Fuß wieder in die parallele Position. Schüttel dich nochmal durch. Hoffentlich stehst du jetzt wieder gleichmäßig. Und ich hoffe, du merkst schon, dass du mindestens 2 Zentimeter gewachsen bist. Jetzt rollst du deine Füße ab. Aktiviere die Waden, deine Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf jetzt zurückpumpen. Aufrecht. Genau, roll weiter ab, nimm deine Arme zur Seite, schieb so richtig fest die Arme nach außen, Schultern sind entspannt und jetzt kreist du mit den Armen nach vorne und spürst, genau, die Schultern, einfach mal ganz kleine Kreise nach vorne, immer noch weiter bewegen. Und dann kreist du nach hinten und ruhig etwas größer werden mit den Armen. Merkst du schon was? Noch 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, halte hier, halten und Arme locker lassen, hüftbreit aufstellen, so ein bisschen breiter und die Arme locker entspannt mitnehmen. Wenn du jetzt dein Gesäß nach hinten absetzt, stell dir mal vor, da ist ein Stuhl, du möchtest dich draufsetzen, parallel die Oberschenkel zueinander, Rücken ganz gerade, geh so tief, wie es für dich okay ist und drück dich dann wieder hoch, indem du die Füße richtig in den Boden schiebst und dein Gesäß aktivierst. Nochmal tief. Und wenn du jetzt hochkommst, versuch dich mal auf deine Fußspitzen zu ziehen. Komm in die Balance. Nochmal. Einmal tief, Beinkraft und nochmal wieder nach oben. Po fest, Balance finden. Und wieder hoch. Sehr schön. Beine, Po, Bauch.
Normal. Noch drei. Noch zwei. Und noch einmal tief kommen, ganz unten halten, so wie es geht. Genießen und aufrichten, oh, auslockern. Sehr schön. Ausschütteln, ein Bein dann zurückstellen. Versuche jetzt die Ferse anzuheben und dann Gesäß aktivieren. Po anspannen und da vorne die Dehnung merken. Das ist wichtige Muskulatur, die auch wichtig ist, dass sie gedehnt ist für unsere Aufrichtung. Hände entweder hier oder fassen und ein Stück zurückziehen. Vorne aufdehnen. Also es reicht auch, wenn du einfach die Hände nach hinten nimmst mit den Handflächen nach vorne. Dann löst du, wechselst, Ferse anheben, Po anspannen, unteren Rand vom Becken nach vorne schieben, bis du hier eine Dehnung spürst, Arme seit oder sogar fassen, atmen. Also immer wieder im Alltag an deine Aufrichtung denken. Die ist ganz wichtig für unsere Attraktivität, die Haltung. Immer wieder aufrichten, groß werden. Und natürlich ist es auch wichtig für einen gesunden Rücken, für eine entspannte Atmung. Komm wieder zurück, löse auf. Das ist nochmal richtig locker. Wir können viel besser durchatmen, wenn wir aufrecht stehen. Unsere Laune verbessert sich, wenn wir aufrecht stehen. Und es sieht natürlich auch anders aus. Atme ein, streck dich. Atme aus, lass locker. Atme ein und jetzt mach dich ganz lang und streck und räkel dich. Gerne ruhig nochmal, fleißig. Und öffne dann die Arme. Zieh zurück und entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Ich hoffe, du merkst die Aufrichtung jetzt. Mich interessiert es natürlich, wie es dir jetzt so geht. Gerne unten reinschreiben. Wenn du willst, abonniere meinen Kanal, das ist kostenfrei. Du kannst auch meine Arbeit unterstützen. Vielen, vielen Dank. Den Link findest du unter dem Video, da steht deine Unterstützung. Wenn du da draufklickst, dann könntest du auswählen, mit wie viel du das tun möchtest. Vielen Dank. Vielleicht 2,50 Euro, 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro im Monat. Was es dir wert ist. Lade auch noch jemanden ein, sich mitzubewegen. Umso mehr Menschen sich bewegen, natürlich umso schöner. Oder ich freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann!